Guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal die Begrüßung aus dem Bett. Ich hatte die Kamera extra hingelegt, damit ich mal von Anfang an starten kann. Die Kinder sind heute zu Hause geblieben. Das heißt, ja, wir machen uns hier so nett es geht. Aber das mache ich manchmal, wenn ich einfach ein bisschen faul morgens bin und mich nicht abhetzen möchte. Dann lasse ich die Kinder auch einfach mal zu Hause. Ich habe auch ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich wieder in der Mitte geschlafen habe und in der Ritze geschlafen habe. Aber das wird sich heute ändern, denn meine Matratze ist endlich da. Und ich werde heute Nacht, glaube ich, schlafen wie ein Baby. Ich habe sie schon mal ein bisschen angefühlt. Ich muss, wenn Pakete kommen, muss ich sie immer sofort auspacken. Da bin ich echt ungeduldig. Und sie fühlt sich richtig gut an. Was mir im letzten Vlog aufgefallen ist, was ich jetzt auch gerade mache, ich spiele immer in meinen Haaren rum. Es tut mir leid. Aber das ist irgendwie, seit die so lang sind, so eine Angewohnheit. Weil die dann auch ins Gesicht fallen und irgendwie ich sie dann rausnehmen will und hinter die Ohren sieht immer blöd aus. An sich habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Ich bin jetzt auch relativ fit. Heute Morgen dachte ich so, boah, wieder so ein Scheißtag. Das Wochenende war katastrophal. Ich war müde bis zum geht nicht mehr. Ich habe gekotzt. Ich habe mir war schwindelig. Ich hatte Kopfschmerzen und ja, war gar nicht schön. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich war müde, ich hätte nur schlafen können. Habe ich auch größtenteils. Die Kinder waren bei ihrem Papa zum Glück. Und genau, meine Nägel sehen auch katastrophal aus. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich irgendwie immer die Kamera so gehalten habe. Und da versuche ich heute drauf zu achten. Ich werde jetzt den Haushalt schmeißen, die Matratze rauflegen, mich duschen, die Kinder anziehen und dann werden wir in den Tag starten. Wir wollen ein bisschen raus. Die Sonne scheint jetzt schon mega cool. Haushalt mache ich jetzt im Schlafanzug. Das mache ich irgendwie immer, weil dann kann ich mich direkt danach fertig machen. Aber wie macht ihr das? Irgendwie ist es doch gemütlich, einfach im Schlafanzug zu putzen. Und ja, so viel ist, glaube ich, gar nicht zu tun. Ein bisschen Staub wischen und durchsaugen. Und in diesem Sinne, wir frühstücken jetzt und dann geht's los. Guten Morgen, Zottelbär. Na, hast du gut geschlafen? Gott, wir müssen unbedingt Haare kämmen. Du siehst aus wie ein Löwe. Mama. Komme ich hier ins Wohnzimmer und die haben sich schon selber Frühstück gemacht. Kann ich hier ausziehen, oder? Nein, ich habe nur mich bei Kalox gemacht. Ja, sehe ich. Schmeckt's euch denn? Ja. Und was kriege ich jetzt zu essen? Auch Kalox. Nee, ich muss erstmal meine Tabletten nehmen. Naja, dann hat sich das mit Frühstücken ja erstmal erledigt. Dann machen sich die beiden einfach selber Frühstück. Ich muss einfach meine Tablette nehmen. Ich nehme immer Folsäure, Folio. Die nämlich habe ich schon bei Mila und Louis genommen. Und dann nehme ich immer noch Vitamin D. Und ich bin gespannt, ob Eisen noch dazu kommt. Ich habe jetzt am 5. März einen Termin. 4. oder 5. weiß ich jetzt gar nicht. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich zeige euch mal meinen Bauch. Man sieht immer nichts. Ich verstehe das nicht. Bei Louis sah ich immer aus, als wäre ich schon in der Halbzeit. Hier ist einfach nur Speck. Aber es gibt keinen Bauch. Und ich kann ihn auch rausstrecken, dann kommt vielleicht ein bisschen Bauch. Aber das hier ist einfach nur ein bisschen Speck. Ich bin jetzt in der 13. Woche, fast schon in der 14. Und ich verstehe nicht, wo der Bauch bleibt. Also wirklich, bei Louis hatte ich schon echt einen Riesenbauch. Abends kommt er immer raus. Er ist auch ziemlich rund, aber irgendwo muss das Kind doch sein. Okay, komm, anziehen. Schnell. Was willst du anziehen heute? Was Schickes? Ja. Ja, was denn? Wir müssen auch mal wieder aufräumen, ne? Möchtest du einen Teddypulli anziehen? Ein Teddypulli? Ja. Gut, dann brauchen wir ein Unterhemd. Zack. Eine Unterhose und eine Strumpfhose ziehen wir heute mal an. Ich habe jetzt erstmal geduscht und schminke mich jetzt noch ein bisschen. Und dann föhne ich mir die Haare. Das Bett habe ich schon abgezogen, Staub habe ich schon gewischt. Und dann sauge ich gleich noch schnell durch. Noch das Bett und dann sind wir haushaltsmäßig erstmal fertig für heute. Ich räume meistens immer montags, mache ich immer so die Grundreinigung, die so am Wochenende, ja, ist immer so ein bisschen Chaos, dadurch, dass die Kinder jetzt auch auf die Terrasse gehen, schleppen die dann immer den ganzen Sand rein und raus. Deswegen, ja, und
Dann räume ich oft immer noch freitags oder donnerstags auf, um einfach am Wochenende ein bisschen Zeit zu haben. Aber aufräumen tue ich eigentlich immer und jeden Tag und 24 Stunden sozusagen. So, jetzt mache ich mich schnell fertig und dann wollen wir das Wetter noch ein bisschen genießen. Louis, du räumst aber mal gleich dein Zimmer auf, ne? Das sieht ja furchtbar aus. Ich habe den Schrank aufgemacht. Ja, die Kinder. Was wollt ihr denn? Ich möchte mein Kaugummi, ein Lolli und Toffifees. Ja, ja, genau. Wir sind ja auch bei Wünsch dir was, ne? Ja. Eine Sache dürft ihr euch aussuchen. Mama, ich möchte ein Apfel-Lolli. Ja, nee. Ja, die Kinder durften sich jetzt was Süßes aussuchen. Also die Kinder kriegen von mir schon Süßigkeiten, aber in Maßen. Und gerade wegen der Neurodermitis auch achte ich so ein bisschen auf Zucker. Und, ja, aber ab und zu dürfen die was haben, weil die jetzt auch ganz lieb waren, ne? Mami durfte duschen und somit kriegen die jetzt was. Ja. Eine Sache. So, Louis hat auch eins. Wie findest du das für Fasching? Mila wollte als Fee gehen. Und das habe ich jetzt bei Woolworth gefunden. Aber ich wollte eigentlich den Rock selber nähen. Das mache ich wahrscheinlich. Wo ist dein Piratenzeug, Louis? In dein Schlafzimmer. Hol mal schnell, Louis. Für Louis habe ich so ein Piratenset geholt. Das kommt auf jeden Fall in den Keller und das wahrscheinlich auch. Mir ging es eigentlich nur ums Fernrohr und die Klappe und hier so ein paar Goldmünzen. Aber Waffen, finde ich, gehen gar nicht bei Kindern. Ja, und wir müssen Socken. Genau, so Söckchen dazu. Und dann wollte ich ihm so eine Weste überziehen und ein Tuch um den Kopf binden. Sieht bestimmt süß aus. Komm, ich helfe dir. So, hinter mir steht jetzt die Matratze. Und zwar ist das eine Wendematratze. Das heißt, es gibt eine weiche Seite und so eine etwas härtere Seite. Und ich habe ja ein 1,80er Bett. Wollte eine durchgehende Matratze haben. Und da man ja auch nie weiß, wie der Partner zum Beispiel gerade schläft. Weil dieses Prinzip von dieser Matratze, die heißt Ellie, finde ich voll cool. Die macht das so, es gibt alle Größen von Matratzen, auch Maßanfertigung. Das heißt wirklich für jedes Bett, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir, der eine liegt lieber hart und der andere lieber weich, kann man sich das selber aussuchen und dann gibt es dann halt so einen Überzug, der ist so mit Aloe Vera richtig gut. Und der ist dann komplett die 1,80er Breite. Somit sind die Matratzen dann verbunden. Ich mache mich jetzt ans Werk, die Matratzen hier aufs Bett zu bekommen. Und dann werde ich einmal Probe liegen und hoffentlich nicht einschlafen. So, also das ist jetzt so der Zwischenstand. Die blaue Seite ist die weiche Seite. Und die graue Seite, das ist die etwas härtere Seite. Und jetzt muss ich nur noch versuchen, das alles zu verbinden. Was ich mega gut finde, dass es wirklich exakt reinpasst, ohne dass hier noch groß Platz ist. Das heißt, dass diese Mittelstücke halt wirklich auch sich ineinander verbinden und man nicht wieder so in so einer Ritze liegt praktisch. Dass es so wirklich durchgängig ist. Die große Herausforderung wird jetzt wahrscheinlich sein, diesen Überzug darüber zu machen. Und da ich keine zweite Hand gerade habe, hoffe ich, das kriege ich hin, sonst muss ich heute bis heute Abend warten. Und die beiden, die klettern sich hier ein ab mit den Matratzen. Ja, das macht Spaß, ne? Guck doch mal. Guck doch mal, bis einer heult wieder, ne? Nein. Fällt da nicht runter? Nee, machen wir doch gar nicht. Ja. Pass mal mit die Matratze an. Oh, pass mal an mit die Matratze. Schön, ne? Ja. Oh, das fühlt sich, ganz ehrlich, Leute, das fühlt sich allein schon an wie eine Wolke. Ich würde schon nur da drauf schlafen wollen. Das ist halt so Aloe Vera und so allergikerfreundlich. Und das Coole ist, die hat noch so ein paar Schlaufen, dann kann man die auch anfassen. Was gut ist halt, dass man es waschen kann. Das ist mir mega wichtig, gerade wenn das Baby kommt und da mal was daneben geht, dann kann man es immer waschen. Ich habe das jetzt einfach so hingelegt. Die Matratze packe ich jetzt drauf und dann brauche ich das nur noch zuklappen und mit einem Reißverschluss zumachen. Ich habe es geschafft. Juhu. Und es sieht wunderbar aus. Und jetzt werde ich Probe liegen. Wunderbar. Also das fühlt sich auf jeden Fall gut und weich an. Man kann sagen, es ist ziemlich bequem. Man merkt schon so, wenn man auf der Seite liegt, dass man halt diese ergonomische Form ein bisschen mehr hat. Das hatten wir bei den alten irgendwie
weiß nicht, die waren immer, hatte ich so ein Hohlkreuz da drauf auch. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, ob das hier 100% anders ist. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich werde euch gleich mal einspielen, wie ich die Nacht geschlafen habe. Also sozusagen vom nächsten Tag. Das werde ich dann hier reinschneiden, um einfach so ein kleines Feedback zu geben. Mein Fazit zum Bett ist super. Ich habe richtig gut geschlafen. Ich habe gar keine Rückenschmerzen. Nicht mal irgendwie Verrenkung, Verlegung oder sonst was. Doch war richtig eine richtig gute Nacht. Obwohl Mila irgendwann rüberkam und es wieder enger wurde. Aber es gibt ja diese Ritze nicht mehr. Es ist super. Das ist richtig super. Ich werde gut schlafen weiterhin. Und das ist sehr wichtig. Gerade wenn ich dann 3 Kinder habe, dann brauche ich guten Schlaf. Ich merke es jetzt schon. Dass Schlaf einfach mega wichtig ist. Ich packe euch den Link von der Matratze auf jeden Fall in die Infobox, falls ihr da Interesse habt. Ich war lange am Überlegen, nehme ich ein Boxspringbett oder kaufe mir eine gute Matratze oder wie mache ich das am besten. Und so ist es einfach auch viel flexibler und genau. Deswegen hatte ich mir dann das Bett ja geholt und eine gute Matratze jetzt bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Ich habe versucht, ein Foto zu machen, aber es ist eher in... Oh. Ich bin fertig. Ich brauche jetzt eine Stunde Schlaf. Na, was spielt ihr hier? Habt ihr euch das gemütlich gemacht? Ja. So, komm raus, ich will den Karton zerstören. Carlo, komm. So, die Kinder gehen jetzt einmal auf die Terrasse, ein bisschen frische Luft schnappen. Mach mal auf, ich muss die Wäscheständer raustrauen. Weil dann kann ich in Ruhe saugen. Wo haben die Vögel schon was von unserem Essen gegessen? Ja! Ist das jetzt nass geworden oder hat er was gegessen? Weiß ich auch nicht. Du sollst die reintun. Ich hab immer eine Idee. Und auch. Ist nicht zu kalt. Mein Vogel. Wo, Louis? Wo? So, wir gehen jetzt raus an die frische Luft, kaufen vielleicht noch was ein, was Kleines. Mama! Bevor die sich hier nämlich die Köpfe einschlagen, was die nämlich eben schon gemacht haben. Aber ich habe alles geschafft soweit. Aber es hat extrem lange heute alles gedauert, weil die beiden immer irgendwie einen Raum wieder zerstört haben, was ja auch nicht schlimm ist. Das ist doch kein Grund, dass man jetzt hier so ausflippt. Bist müde, er hat nämlich keinen Mittagsschlaf gemacht. Eigentlich schläft er nämlich immer Mittag. Aber irgendwie war er heute nicht so im Mittagsschlaflaune. Und nach vorne gucken, ne? Rechts, Mila. Ja. Kaum an der frischen Luft ist die Welt schon wieder in Ordnung, ey. So schönes Wetter, richtig schön, herrlich, herrlich, herrlich. So kann es bleiben. Los geht's. Eine Toilette los. Zauber. Und los. Mila hat ein neues Fahrrad, ein 18er, 18 Zoll. Sie fährt super damit, aber sie hat ein bisschen Respekt, weil es ist schon ein anderes als ein 12er. Und Louis mit seinem Laufrad auch blitzschnell. Mila. Dann gib mir mal den Schnulli. Blub. Und, traust du dich? Gut festhalten und dann rutschen, wie ein Feuerwehrmann. Hui, super. Schaffst du das, Louis? Komm, weiter. Wir sind gerade beim Einkaufen und das ist so schön. So schön, ja, mit euch ist nicht schön. Meine Mama ist auch so richtig lieb und ich habe eine tolle Mama. Dankeschön. Eine Habe. Bitte? Ach, wie neu. Sind wir wieder da? Die Stimmung ist super. Wie ihr hört. Louis ist todmüde, aber irgendwas muss ich mir jetzt nochmal zu essen schnell einfallen lassen. Denn richtig Mittag haben wir noch nicht gegessen.
essen oft erst abends, Mittag oder warm, weil die ja meistens im Kindergarten eigentlich essen. Ich muss den Akku unbedingt laden, weil der schon blinkt. Und dann melden wir uns gleich und ihr zieht euch jetzt mal schnell aus, ne? Weil wir waren einkaufen. Ich habe Gulasch gekauft, aber es dauert für heute so lange. Das mache ich dann morgen ganz entspannt. Beide bitte einmal schnell Hände waschen. Die sind total schmutzig. Aber die Waschmaschine ist auch gleich fertig, dann kann ich auch noch Wäsche aufhängen. So, ich habe jetzt einfach ganz schnell Königsberger Klopse gemacht mit Kartoffeln und dann kann ich die gleich ins Bett schicken. Mit aber du hast auch einen Löffel. Könnt ihr einen Tischbruch machen? Ja, für mich und für dich. Amen. Amen. Danke, lieber Gott, das ist uns gut. Amen. Amen. Deine Ohren machen. Ohren machen. Das ist dein anderes Ohr. Ihr sollt Zähne putzen, ne? Wir wollen einmal nur. Nein, du, das musst du. Ja, alle versammelt im Zimmer, ne? Guck mal, Louis, Carlo ist auch. Louis, Carlo musst du auch verarzten. Nein. Der ist auch krank, der hat sich schon eingelegt. Ey, ich war zuerst dran. Jetzt drängelt die einfach vor. Ja. Immer diese Privatpatienten. Deine Zähne rausholen. Mach kurz wieder deinen Bauch auf. Im Bauchnabel. Nein, andersrum. So. Warum kriegt sie denn im Bauchnabel? Warum? Kinderlogik. Louis, was bist du denn für ein Arzt? Ich bin ein cooler Arzt. Hast du ihr Lachgas gegeben? Damit sie das nicht merkt? Nee, das nicht mehr. Aber nicht zu doll. Wie heißt du? Mila. Und du bist jetzt beim Zahnarzt? Ja, weil ich Zahnarzt habe und so. Geh weg. So, ein bisschen putzt du noch. So, einmal Plätze tauschen. Ja, auch hinten, ne? Du hast ja Ali heute gegessen. Zeig mal. Was auch Zahnseite. So, wenn man will zuerst diesmal. Ey! So, hol's mal die Zahnseite. Wir nehmen immer so eine Creme jetzt abends. Das ist die heißt Advantan. Da ist Cortison leider drin, aber die kratzen im Moment so doll. Und deswegen kommen wir nicht drum rum. Morgens nehmen wir aber immer diese hier von La Roche-Posay. Die ist mega gut, die kann ich nur empfehlen. Der Preis lohnt sich. Und die nehme ich morgens oder manchmal nehme ich sie auch in der Nacht, wenn sie sich doll jucken. Dann lindert das sofort. Also als kleiner Tipp für Kinder, die Neurodermitis vielleicht haben. So, also ein Creme. Mila, holst du deinen Schlafanzug bitte? Schatzi, ist es ganz spät? Ich ja, okay, dann gleich. Eine Seite, okay? Heute. Ach ja. So, komm mal hoch. Einmal, kannst gleich schlafen. Ja, okay. Mila braucht jetzt hier ihre extra Wurst. Sie hat da ein wunderschönes Bett, möchte aber lieber hier schlafen, auf dem Boden. Quasi auf einer Matratze, die ich
ja heute bei mir aussortiert haben. Jetzt wird aber geschlafen, ne? Ja. Okay? Ja. Was hörst du da jetzt? Anna und Elsa. Das ist der Herzog. Okay, schlafen wir schon, Scotty. Ja, weil deine Lampe doch so groß erscheint. Ist die jetzt so gut? Oder ich hänge jetzt noch mal eben schnell die Wäsche auf. Die steht hier nämlich jetzt schon die ganze Zeit. Und ich muss noch die zweite gleich aufhängen. Ich habe gerade meinen Gürtel aufgemacht, weil meine Hose so eng ist. Oder war ich ziehe noch normale Hosen an, aber eigentlich brauche ich Schwangerschaftshosen unbedingt. Die Kinder schlafen, also Mila noch nicht ganz, aber Louis, der braucht keine 5 Minuten. Der ist so pflegeleicht, was das Thema Schlafen angeht. Der geht sogar mittags allein ins Bett. Der ist dann einfach in seinem Zimmer und schläft. Und ja, ist mega entspannt mit ihm. Ich hoffe, das Baby wird genauso, weil Mila ist, was Schlafen angeht, einfach mal komplett das Gegenteil. Wenn es nach ihr gehen würde, würde sie nie schlafen. Genau. Und in diesem Sinne hänge ich jetzt die Wäsche auf. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, der Vlog war irgendwie nicht zu langweilig, weil so viel haben wir jetzt nicht gemacht. Aber so ist unser Alltag und genau. Ich freue mich schon auf mein Bett heute Nacht. Ich warte jetzt noch auf meinen Freund. Der hat ziemlich lange heute irgendwie gearbeitet, deswegen ist es schon spät. Eigentlich müsste er schon lange da sein. Ich freue mich schon auf ihn. Und dann machen wir uns einen netten Abend. Ach, und stellt mir unbedingt alle Fragen, die ihr fragen wollt. Ob ich auf alle antworte, weiß ich nicht. Aber schreibt sie unten rein. Und ich werde auch bei Instagram, folgt mir da auch, falls ihr das noch nicht tut. Genau, werde ich noch ein Bild posten, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Und dann mache ich nämlich so ein extra Video, weil es, glaube ich, ziemlich viele Fragen im Moment gibt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.